Herzlich willkommen zur neuen Woche. Wir haben Montag, den 14. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Fit for Finanzen. Wir sprechen wieder mit dem Roland Jegen von WR Self Invest über die Handelseröffnung, die schon mal wieder mit einem Gap für Furore sorgt. Da sind wir auch beide zu sehen. Guten Morgen, Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Das ist vor allem für die Aktionäre ein guter Morgen, die darauf spekulieren, dass es zu einer Entspannung an den Aktienmärkten kommt. Wir sind mit einem Gap von rund 200 Punkten in die neue Woche gestartet und ein Gap auf der Oberseite, das war in den letzten Wochen ja eher selten. Genau, das haben wir eigentlich nie gesehen in den letzten Wochen, immer eher mit starkem Abwärtsdruck die letzten Wochen gestartet. Das sieht heute wesentlich freundlicher aus, aber diese Woche hat natürlich auch einiges zu bieten. Insbesondere steht natürlich die FED-Sitzung am Mittwoch im Mittelpunkt. Da schauen alle Anleger natürlich hin, was da passieren wird. Und dann haben wir noch den großen Verfall am Freitag. Also die Woche wird sicherlich nicht langweilig werden. Ja, und wir wissen natürlich auch nicht, wo es verfällt oder was genau an den Zinsen geschehen wird an der Ausrichtung, aber wir wissen, was aktuell die Kurse uns zeigen und wo vielleicht spannende Marken liegen. Das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Ja, sehr gerne. Ich übernehme mal den Bildschirm. Ganz kurz der obligatorische Risikohinweis und dann gehen wir auch gleich in die Charts. Da haben wir den Nanotrader wieder mit dem DAX Future, können wir starten. Dem Tageschart hier auf Jahresbasis, also der VWAP und das Volumenprofil eines Jahres. Genau, hier haben wir ihn jetzt vorliegen. Und da sieht man schon, wir sind jetzt an einem sehr markanten Punkt. Also diesen Widerstand hatten wir am Freitag schon angesprochen, zwischen 14.000 und 14.100 Punkten. Den laufen wir aktuell wieder an. Das wäre so der erste große Widerstand, jetzt nachdem wir jetzt doch von circa 12.500 bis in den Bereich von 14.000 hier korrigiert haben. Ist jetzt die große Frage, wird es einen weiteren Abwärtsimpuls geben und dann vielleicht ein höheres Tief auf Tagesbasis hier ausgebildet werden? Oder ist der Markt so stark und war das wirklich so ein Extrem nach unten, sodass wir direkt wieder innerhalb von der Value Area uns etablieren könnten? Man sieht schon hier relativ wenig Volumen gehandelt bei dieser ganz starken Abwärtsbewegung. Das meistgehandelte Volumen liegt hier immer noch im oberen Bereich. Also das liegt bei knapp unterhalb von 16.000 Punkten. Und das meiste Volumen haben wir bisher in diesem Jahr auch so im Bereich 15.000 bis grob 16.000 Punkte gehandelt. Also es könnte auch sehr, sehr schnell wieder nach oben gehen. Nichtsdestotrotz sieht man sehr häufig, dass es zumindest einen weiteren kurzzeitigen Test nach unten gibt. Und das wäre dann für mich auch ein besserer Long-Einstieg in den Swing-Trade, wenn wir da ein höheres Tief auf Tagesbasis ausbilden könnten. Und das würde dann so ähnlich aussehen wie die Corona-Pandemie. Da gab es ja auch fast eine V-Erholung. Genau, da gab es auch diese V-Erholung, wenn wir einfach mal reingehen ins Jahr 2020. Und da sieht man ein ähnliches Bild. Auch hier, das ist jetzt so dieser Impuls, den wir jetzt vielleicht erwarten, dass es nochmal runtergeht. Aber da sieht man schon dieses kleine Abwärtsleck hier im April, also Anfang April 2020. Das war wirklich nur von kurzer Dauer. Und dann hat der Markt direkt Stärke gezeigt und sich innerhalb von dieser Value Area des laufenden Jahres etabliert. Ein ähnliches Szenario ist natürlich auch nicht ausgeschlossen für die aktuelle Lage, wobei man natürlich immer jeden Zeitpunkt neu bewerten muss. Und so kann es natürlich auch dieses Jahr komplett anders kommen als damals. Man kann es auch nicht direkt vergleichen. Also das eine ist natürlich ein Krieg in Europa und das andere ist ein Virus gewesen, den wir übrigens noch gar nicht ad acta gelegt haben, denn in China steigen die Zahlen, in Deutschland sind sie auch immer noch die Infektionszahlen hoch, wobei die neue Virusvariante nicht so ansteckend ist wie die erste. Also da gibt es auch nochmal Unterschiede, aber in China sollen wohl die Fallzahlen wieder richtig stark sein und deswegen ist unter anderem auch der Hang Seng heute sehr, sehr schwach gewesen. Genau, die Pandemie ist noch nicht vom Tisch, auch wenn die News natürlich jetzt aktuell vom Krieg in der Ukraine dominiert sind. Aber das kann natürlich durchaus noch ein Thema werden, auch in den nächsten kommenden Wochen und Monaten, wenn die Zahlen dann sowohl hier in Europa als auch vielleicht in China nicht sinken, wie man das vielleicht erwartet hätte. Genau, da haben wir auf alle Fälle ein Ohr und ein Auge drauf, aber auch auf die Gewinner und Verlierer der letzten Woche. Die hast du uns immer so schön zusammengestellt. Hast du die wieder mitgebracht? Ja,
Sehr gerne. Also die Gewinner und Verlierer der letzten Woche, der Kalenderwoche 10 aus dem DAX-Index. Während wir in der letzten Woche ein wirklich sehr, sehr trübes Bild hatten, da hatten wir nur eine positive Aktie mit der Symrise. Die ist aktuell letzte Woche, also die stärkste, also in der Vorwoche, also man muss schon sagen, in der vorletzten Woche die stärkste Aktie, in der letzten Woche jetzt mit Abstand die schlechteste Aktie. Aber in dieser Woche sieht man wirklich ein positives Bild, wenn man auf die letzte Handelswoche schaut. Sehr, sehr viele Aktien im Plus, angeführt hier von Siemens und Siemens Energy, aber auch eine Adidas zum Beispiel sehr stark in der letzten Woche. Und dann sehen wir hier auch die Verlierer der letzten Woche mit QIAGEN, mit Sartorius und mit der Symrise. Und da können wir jetzt uns gerne mal die ein oder andere dann auch näher im Chart anschauen. Ja, sehr, sehr gerne. Also Siemens Energy würde ich vorschlagen als quasi einer der Abspaltungen von Siemens, die auch an die Börse gebracht wurde vor 2 Jahren ungefähr und seitdem ja eine Berg- und Talfahrt hinter sich hat. Genau, das kann man so sagen. Ich rufe mal gerade die Daten hier auf. Wirklich sehr, sehr stark gestartet, nachdem sie abgespalten wurde von circa, ich glaube, bei knapp oberhalb von 20 ist sie dann gestartet. Sie war mittlerweile schon im Bereich von 34 Euro und dann wirklich ja ein Abwärtstrend, der sich hier etabliert hat über das letzte Jahr, könnte man circa sagen, seit Januar 21. Und jetzt sieht es aktuell so aus, als könnte sich hier wirklich ein Boden ausbilden. Nach diesem Abwärtsgap, das wir hier nochmal hatten am 24. Februar, hat sich die Aktie jetzt auf jeden Fall hier etabliert, oberhalb dieser Unterstützung von circa 18 Euro. Und jetzt sehen wir hier den Rücksetzer zum 100-Tage-Durchschnitt. Da sieht es aktuell so aus, als könnte hier kurzzeitig nochmal Verkaufsdruck reinkommen. Das war zumindest in der letzten Woche der Fall, am 9.3. Jetzt handeln wir heute wieder im Bereich von diesem Widerstand circa 22 Euro. Sollte die überwunden werden, kann es dann auch sehr zügig hier einmal zu einem Gap-Close kommen, der knapp unterhalb von 23 Euro dann vollzogen würde. Und ebenfalls liegt in diesem Bereich der 200-Tage-Durchschnitt. Also das wäre jetzt vielleicht ein logisches Ziel auf der Oberseite. Wer da schon drin ist, könnte hier vielleicht auf das erste Gewinnziel, auf Gewinnmitnahmen spekulieren. Wer nicht drin ist, ist es aktuell ein schwieriger Kurs vielleicht hier einzusteigen. Hier in diesem ersten Rücksetzer, hier mit diesem höheren Tief auf Tagesbasis, war da ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis, dass man hier durchaus handeln konnte. Ansonsten müsste man hier entweder abwarten, bis wir uns von oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte etabliert hätten oder vielleicht hier auf einen weiteren Rücksetzer in dem Bereich von 19,5 bis 20 Euro abwarten. Der Rücklauf von dem Allzeithoch bei 34, der hatte ja auch Gründe. Und zwar gab es hier starke Kostensprünge im Energiebereich und natürlich auch in der Herstellung von Anlagen, um erneuerbare Energie überhaupt zu fördern und nutzbar zu machen. Und da ist die Siemens Gamesa zum Beispiel, die spanische Tochter, hier stark unter Druck geraten. An der ist Siemens Energy hochgradig beteiligt. Und das hat dann zu einer Spiralwirkung gesorgt und den Kurs nach unten getragen. Und ich glaube, die letzte Erholung, die basiert mehr oder minder darauf, dass die Bundesregierung ja bis 2026 um die 200 Milliarden in erneuerbare Energien investieren möchte. Und das trägt natürlich dann dazu bei, dass einzelne Unternehmen aus diesem Sektor stark favorisiert werden. Genau, und aktuell gerade auch vor dem Hinkrieg jetzt der Ukraine-Krise, dass man sich doch etwas weniger abhängig machen möchte von russischem Öl und Gas, kann das natürlich für einen Schub in dieser ganzen Branche führen. Und davon wäre dann auch Siemens Energy sicherlich einer der Profiteure. Ja, vielleicht kann man noch negativ anmerken. Also jetzt haben wir die positiven und die mittelfristigen Probleme hier mal dargestellt, dass Siemens Energy aus dem DAX auch schon wieder rausfliegt. Das war ja gar kein langes Dabeisein. Das stimmt. Also jetzt, wenn die Neubewertung kommt, dann gehört Siemens Energy nicht mehr zu den 40 größten Unternehmen und wird dann wieder in den MDAX absteigen. Aber das kann sich natürlich auch wieder sehr, sehr schnell ändern. Also das ist abzuwarten, wie sich die Siemens Energy dann auch im MDAX weiterentwickeln wird. Genau, da kommt dafür dann die Hannover Rück übrigens rein. Das noch auf der Tonspur.
Wenn wir einmal in dem Sektor sind, können wir uns vielleicht auch die Nordex anschauen. Die sieht sehr viel besser aus, wenngleich die auch vom Mehrjahreshoch auch stärker gelitten hatten. Ähnliche Konstruktion, also Vorschusslorbeeren, grüne Regierung, aber dann am Ende sind die Kosten aus dem Ruder gelaufen und die Firma macht eben nicht den Gewinn, den man ursprünglich dachte. Jetzt mit dem Schub von der Bundesregierung vielleicht ein bisschen Rückenwind, um auch wieder höhere Kurse zu erreichen, oder was denkst du? Ja, also die sieht auch schon wieder etwas freundlicher aus als eine Siemens Energy. Die hat sich hier sowohl oberhalb des 100 als auch 200 Tage Durchschnitts schon wieder etabliert. Hier sieht man eigentlich diesen mustergültigen Rücksetzer dann auf den 200-Tage-Durchschnitt, auf den 100-Tage-Durchschnitt. Das ist die schwarze Linie und das war vielleicht schon ein mögliches Einstiegssignal, wer da in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche war es zugegriffen hat. Ansonsten, wir sind auch hier in der Nordex noch sehr, sehr weit von den Hochs entfernt, die wir zum Beispiel im April des letzten Jahres markiert hatten, oberhalb von 29 Euro. Da hatte sich die Aktie auch schon mehr als halbiert in der Zwischenzeit. Aber das sieht ja schon nach einer ganz vernünftigen Bodenbildung hier aus, im Bereich von 13 bis 14 Euro. Und jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier auch nochmal einen Rücklauf sehen, vielleicht in dem Bereich vom 200-Tage-Durchschnitt. Und dann könnte es durchaus hier Sinn machen, auch als Swing- oder Positionstrade mittelfristig einzusteigen. Ja, und damit einhergeht auch eine Vestas Wind, um noch einen dritten Wert reinzubringen. Auch die hat sich von den Tiefs sehr, sehr gut erholt, litt zwischenzeitlich ebenfalls an Margendruck, aber kann sich nun davon ein bisschen loswagen. Mit V. Ja, genau. Ja, da haben wir sie. Also hier sieht man, das war hier, glaube ich, ein Split oder so, ja. Ein Split, genau, sowas, der hier im Chart nicht berücksichtigt ist. Also wenn wir das jetzt mal nicht betrachten, diesen Zeitraum, sondern wirklich hier seit dem April des letzten Jahres einfach mal reinzoomen, dann sieht man auch, dass die Aktie von dem Hoch, das wir hier im Oktober markiert hatten, bei circa 38,5 Euro, auch einen sehr, sehr starken Abwärtsimpuls hatte, bis in diesen Bereich von 21 Euro. Hier sieht man auch, da hat sich die Aktie über mehrere Wochen aufgehalten und so ein Boden vollzogen. Jetzt kam der erste Rücksetzer, der Rücklauf hier in dem Bereich von 27 bis 29 Euro. Und jetzt sieht es aktuell so aus, als könnte sich die Aktie hier vielleicht etablieren in diesem Bereich. Und dann könnte man hier vielleicht mal eine Unterstützung einzeichnen bei circa 27,5 bis 27,8 Euro. Und das handeln wir aktuell ziemlich genau. Also da müsste man jetzt noch schauen, ob wir uns hier vielleicht auf Tagesbasis nochmal darüber etablieren könnte. Da könnte das durchaus auch für einen weiteren Aufwärtsimpuls in dieser Aktie sorgen. Ja, sehr spannender Bereich auf jeden Fall. Wir hatten uns in der letzten Woche auch die Volkswagen mal angeschaut. Die kam auch arg unter die Räder, wenn man das Wort mal hier mit reinbringt. Ist heute aktuell der Tagesgewinner im DAX mit einer Porsche zusammen. Also je nachdem, wir können uns auch beide nacheinander anschauen. Da kommt so ein bisschen auch die Hoffnung einher, dass es dann doch Friedensverhandlungen geben kann und dass auch dieser große Markt, der russische Markt ist ja auch ein Riesenimportmarkt für solche Waren, auch wieder geöffnet werden kann. Genau, also die Aktie hat sich auch relativ gut erholt in der letzten Woche, nachdem wir ja schon Anfang der letzten Woche hier auch diese Tiefs angesprochen hatten, die durchaus nochmal angelaufen werden könnten. Die waren im Bereich von ca. 125 Euro. Das ist jetzt aktuell nicht der Fall gewesen, sondern die Aktie hat sich schon vorher erholt und ist jetzt heute dabei oder hat jetzt das Gap hier geschlossen, dass wir vom 3.3. auf den 4.3. hier noch offen hatten. Also das ist aktuell geschlossen. Und jetzt ist die Frage, ob sich die Aktie hier weiter erholen kann. Hier sieht man durchaus auch einiges an Rückschlagspotenzial, das hier vorhanden ist. Die gleitenden Durchschnitte drehen jetzt erst so langsam richtig nach unten und liegen im Bereich von 180 bis 190 Euro. Also das ist durchaus einiges an Luft nach oben, wobei ich mir in der Aktie vielleicht auch noch etwas zögerlich wäre und dann vielleicht ja, hier noch einen weiteren Abwärtsimpuls und ein höheres Tief auf Tagesbasis sehen wollte, bevor ich hier vielleicht mittelfristig einen Long Trade in Erwägung ziehen würde.
Ja, man kann immer nur hoffen, dann auch noch einen guten Einstieg zu erwischen. Wenn einmal so eine Aktie losrennt, das haben wir ja bei der Porsche gesehen, dann gibt es oftmals kaum ein Halten. Die war zwischenzeitlich ja, sieht viel, viel besser aus als Volkswagen im Chartbild, schon an ihren Jahreshochs knapp dran, knapp unter 100 Euro war die Aktie, kam jetzt auch ein Stück weit unter die Räder, weil der Ukraine-Konflikt auf ihr lastet, weil einige Modelle nicht ausgeliefert werden können, Chipmangel und, und. Aber die fulminante Erholung heute, die kann sich sehen lassen. Auf jeden Fall. Und hier sieht man schon, dass die Porsche Holding bei weitem nicht so viel an Boden gelassen hat wie eine Volkswagen. Also sie ist noch sehr, sehr weit von den Tiefs auch entfernt, die wir hier im Jahr 2020 markiert hatten. Es ist eher so eine, ja, hier könnte man durchaus so einen Trendkanal auch einzeichnen, wo jetzt wieder die Unterseite getestet wurde, vielleicht so eine Übertreibung nach unten und jetzt aktuell gibt es wieder den Rücksetzer. Die beiden gleitenden Durchschnitte für mich jetzt weniger relevant, die sind relativ flach hier. So dass die auch sehr zügig wieder durchlaufen werden könnten. Das hat man hier schon mehrmals gesehen, Ende des letzten und Anfang diesen Jahres. Also da kann es auch durchaus wieder sehr, sehr schnell gehen, dass wir hier in den Bereich von 95 bis 100 Euro auch anlaufen könnten. Das sieht auch so nach einer V-Umkehr fast aus, die wir jetzt hier markiert haben, wenn wir da etwas reinzoomen. Hier ist noch das Gap offen, was wir in Volkswagen schon geschlossen haben, das vom 3. auf den 4. März diesen Jahres. Also das wäre jetzt das erste Ziel auf der Oberseite, dass wir hier die 80er-Marke nochmal anlaufen und knacken und bei circa 80,4, 80,5 wäre dann auch der Gap Close. Ja, und da spielt auch das Porsche IPO noch mit einer Rolle. Das soll ja dieses Jahr kommen. Genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass dann auch nicht nur die Holding, sondern Porsche auch selber an die Börse geht und gelistet wird. Es gibt noch kein finales Datum, aber das steht immer noch im Raum, dass das auf jeden Fall in diesem Jahr kommen soll. Im Raum stand ja auch, wir haben es heute Morgen kurz angesprochen, die 14.000 im DAX. Lass da mal drauf schauen. Ich glaube, da sind wir. Ha. Genau, wir können auch in eine noch kleinere Zeit. Aber hier sieht man schon eine Sache, die wir wirklich seit Wochen nicht mehr gesehen haben, dass wir wirklich oberhalb von der Value Area der Vorwoche eröffnet haben. Dann gab es den kleinen Rücksetzer hier in der Nacht bis in den Bereich von 13.700, 13.675 Punkten. Und dann jetzt wirklich dieser Aufwärtsimpuls. Handeln wir aktuell knapp unterhalb der 14.000-Punkte-Marke, die wir jetzt gerade eben angelaufen haben, wenn wir gleich noch eine kleinere Zeiteinheit vielleicht gehen. Und jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch das Hoch der letzten Woche, das wir ja am Freitag mit diesem Spike nach oben, wo wir ja fast 500 Punkte innerhalb von wenigen Minuten nach oben gespiked sind, erzielt haben, dass wir dieses Hoch der Vorwoche knapp unterhalb von 14.100 durchaus in dieser Woche, vielleicht sogar heute nochmal testen könnten. Also hier sieht man auch das Gap zum Freitag hier im Kassa-Chart von 9 bis 17:30 Uhr. Das wurde jetzt noch nicht angetestet, also das ist weiterhin offen. Der Schlusskurs hier im Future am Freitag bei circa 13.657 war das. Also das wäre noch ein weiter Weg nach unten. Ansonsten diesen Spike, wir befinden uns jetzt quasi in dieser Spike-Area vom Freitag, wo natürlich kaum Volumen gehandelt wurde. Und da bleibt jetzt abzuwarten, ob dieser Bereich wirklich da gefüllt werden kann. Mit Volumen und dass da weiterhin Kaufinteresse aufkommt. Sollte das nicht der Fall sein und wir wieder sehr, sehr schnell aus diesem Bereich rausfallen, denke ich, könnte es dann bei Schwäche der US-Märkte am Nachmittag durchaus nochmal in den Bereich des Gaps vom Freitag gehen. Da habe ich mich tatsächlich erschrocken, wenn wir uns den Freitag nochmal anschauen können, bei diesem Spike. Denn der Xetra-Markt, der war nur bei 13.900 und um die 40 Punkte. Aber der Future, der ist irgendwie 150 Punkte weiter übers Ziel hinausgeschossen. Liegt das daran, dass da überhaupt kein Volumen mehr war? Oder wie erklärst du dir das? Es ging wirklich so schnell, es war kaum Volumen, also der Markt ging sofort wieder runter und das konnte natürlich der Xetra DAX mit den einzelnen Aktien dahinter dann nicht entsprechend reflektieren. Also im Future sieht man manchmal diese Spike-Bewegungen nach oben oder nach unten, dass die Kassamärkte da, sage ich mal, von der Arbitrage nicht so schnell hinterherkommen wie der Future selbst, wenn er sofort wieder zurückläuft. Ja, also schon interessant, aber bei der Analyse, je nachdem, was man analysiert, ob man den Future analysiert oder den Xetra-Markt, dann muss man es ja mit einbeziehen.
Auf jeden Fall, ja. Man sollte immer vielleicht beide Marken auch auf dem Zettel haben und dass man weiß, wo lag das hoch im Xetra DAX oder und wo dann auch im Future, ja. Genau, so nutze ich das auch, dass man hier beides im Fokus hat. Ja, im Fokus hatten wir auch schon mehrfach den Bankenindex und insbesondere die Deutsche Bank. Die erstaunt jetzt mit Kursen über 10 Euro in dieser Woche. Ja, die sieht man, ist einer der Gewinner jetzt auch des heutigen Tages bisher. Die können wir gerne mal öffnen. Heute ca. 6% im Plus bisher, nachdem sie einer der schwächsten Werte war, auch in den letzten 2, 3 Wochen. Erholt sie sich aktuell jetzt ganz gut, insbesondere heute, aber auch die letzte Woche war schon relativ stark. Und hier sieht man auch noch, hier gibt es noch ein großes Gap, auch was hier offen ist zwischen 12,3 und 12,9 Euro. Also es ist noch ein weiter Weg bis zu den Hochs, die wir ja hier im Februar markiert hatten. Aber aktuell die Aktie wirklich scheint sich hier relativ gut zu erholen zu Beginn dieser Woche. Und aber auch hier ist es so, dass es aktuell vielleicht schwierig ist einzusteigen. Die Aktie kann natürlich sehr, sehr schnell auch wieder nach oben laufen, aber eine wirklich markante Bodenbildung ist hier noch nicht zu erkennen. Dafür müsste man dann vielleicht auch hier ein höheres Tief auf Tagesbasis ausbilden, vielleicht im Bereich von 9 bis 9,25 Euro. Das ist aktuell noch nicht der Fall, weil wenn man jetzt hier einstiegt, muss der Stop schon eigentlich unterhalb dem Tief vom 7.3. liegen. Und das ist doch relativ weit entfernt. So ein großes Risiko möchte man als Trader oder Investor eher nicht eingehen, dass ich jetzt hier aktuell keinen wirklich Low-Risk-Entry sehe. Ja, zwei Sachen oder zwei Aktien habe ich auch noch mit auf meiner Wunschliste sozusagen. Die sehen ein bisschen nach einer Bodenbildung aus, welche aber fast schon gefährlich wirkt. Die Sartorius zum einen, die hatte nämlich im letzten Jahr den höchsten Gewinn im DAX mit rund 70% Anstieg gezeigt und seitdem ging es mehr oder minder abwärts. Und da versucht jetzt im Tageschart die Aktie tatsächlich um die 350 Euro in den Boden auszubilden. Genau, die handelt jetzt seit mehreren Tagen auf diesem Niveau im Bereich von 350 Euro. Und wenn wir da noch ein bisschen rauszoomen, die hat nicht ganz die Tiefs hier erreicht, die wir im Januar 21 markiert hatten, knapp darüber. Da muss man vielleicht jetzt schauen, ob man da bei einem starken Close auf Tagesbasis einsteigen könnte, je nachdem, wie die Kerze auch aussieht. Hier ist natürlich enormes Rückschlagspotenzial bis in den Bereich von 500 Euro vorhanden. Hier sieht man, Ende der letzten Woche, am Donnerstag, hat jetzt hier der 100-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von oben nach unten gekreuzt, was erstmal ein bärisches Signal ist, weil so eine Kreuzung hat man seit langem nicht gesehen in dieser Aktie. Da muss man schon sehr, sehr weit zurückgehen. Das war dann hier 2017 das letzte Mal der Fall, dass der 100-Tage-Durchschnitt unterhalb vom 200-Tage-Durchschnitt lag. Und von daher ist das erstmal ein bärisches Zeichen, aber es ist natürlich auch enormes Rückschlagspotenzial bis in diesen Bereich, um dann vielleicht einen der gleitenden Durchschnitte von unten zu testen. Also es ist nicht ein risikoarmer Einstieg, würde ich sagen, obwohl man natürlich hier mit einem geringen Stop arbeiten kann. Und man muss weiterhin im Hinterkopf behalten, dass das erstmal ein Abwärtstrend ist, den wir jetzt hier haben, seit Ende des letzten Jahres, aber durchaus auch Chancen bietet, dass wir hier zumindest mal einige Prozentpunkte und damit meine ich jetzt durchaus auch mal 20% oder mehr nach oben handeln könnten. Aber es ist jetzt kein klarer Aufwärtstrend, der hier zu erkennen ist. Fundamental hat sich ja gar nicht so viel verändert für Ja, Sartorius. da hat sich wenig geändert, das stimmt. Von daher, das ist so in der Sogwirkung der Indizes, die ja alle seit November, Dezember letzten Jahres so einen Abwärtstrend etabliert haben, so eine kleine Umkehr, hat die Sartorius auch federn lassen müssen. Und da denke ich, hängt es jetzt auch insbesondere vom Gesamtmarkt ab, wie der DAX oder wie auch die US-Märkte sich jetzt verhalten in den nächsten Tagen und Wochen, sodass die Sartorius sich bei positiven News dann auch wieder sehr, sehr gut hier erholen könnte. Ja, wer dachte, das ist die volatilste Aktie gewesen im DAX? Weit gefehlt. Delivery Hero, auch die haben wir uns schon zwei, dreimal angeschaut, ist jetzt wieder an der 38 Euro Unterstützungsmarke dran. Da wird es ganz, ganz knapp, ob da wirklich der Boden nochmal hält. Genau, diesen Boden hatten wir uns auch schon mal das ein oder andere Mal angeschaut, im Bereich von 38 bis 40 Euro. Der wird schon wieder von oben getestet. Das war dieser Bereich, den wir hier 2019 auch schon mal eingezeichnet hatten. Das Tief aus dem Oktober 2019 wurde jetzt hier zum wiederholten Male getestet.
Heute wieder sehr, sehr schwach hier auch die Delivery Hero reingekommen. Die Eröffnung oberhalb von 40, jetzt handeln wir schon wieder im Bereich von 38 Euro. Also hier ist es wirklich fraglich, ob dieser Boden, der jetzt schon mehrfach angelaufen wurde, wirklich halten kann. Wer schon drin ist, hätte sich nicht gewünscht, dass dieser Bereich jetzt nochmal hier getestet wird. Von daher kann es auch durchaus sein, dass wir jetzt, wenn wir dieses Tief vom 7.3. hier unterschreiten, das lag bei 37,33. Da werden sicherlich auch nochmal Stops getriggert von Tradern, die hier jetzt kurzfristig in der letzten oder in der Vorwoche eingestiegen sind, sodass ich mir hier auch nochmal einen weiteren Abwärtsimpuls durchaus vorstellen könnte. Ja, werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Lass uns nochmal zu den größeren Märkten kommen. Der Goldpreis, der hat ja tatsächlich von dem Versuch, das Allzeithoch zu brechen, wieder ordentlich Abstand genommen, ist um rund 100 US-Dollar zurückgelaufen. Das sind Bewegungen, die konnte man sich noch vor ein paar Wochen gar nicht vorstellen, dass sie so schnell vor allem vonstatten gehen. Ja, Gold wirklich sehr, sehr volatil in den letzten Tagen und Wochen. Als sicherer Hafen hat Gold natürlich profitiert hier von dieser Krise in der Ukraine. Das Hoch, das Allzeithoch hier aus dem Jahr 2020 konnte nicht ganz geknackt werden. Jetzt der Rücklauf und die erste Unterstützung, die jetzt hier bald ins Spiel kommt, liegt im Bereich von 1.950 Dollar. Da zieht jetzt das Value Area Hoch des aktuellen Jahres langsam nach. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in diesem Bereich hier nochmal Kaufinteresse aufkommt, insbesondere wenn man schaut, wie sich dann auch die Krise entwickelt, ob Putin da weiter eskaliert oder doch jetzt vielleicht etwas einlenkt und deeskaliert, das muss man abwarten. Aber hier könnte ich mir durchaus im Bereich von 1950 Dollar nochmal einen weiteren Aufwärtsimpuls vorstellen. Die Frage ist, ob es nochmal so weit geht, hier wie in der letzten Woche, zum Beginn der letzten Woche, aber von 1950 dann vielleicht bis hoch nochmal in den Bereich von 2000 oder 2020 Dollar wäre dann ein mögliches Szenario, das man vielleicht für diese Woche hier auch auf dem Zettel haben sollte. Muss man da auch in Richtung Fett ein bisschen denken, wenn man als Goldtrader unterwegs ist, weil das hat ja auch immer Implikationen auf die Geldströme. Ja, auf jeden Fall. Also da muss man auch den Mittwoch auf jeden Fall im Blick haben, wie sich die Fed da positioniert. Nicht nur die Zinserhebung, die Zinsanhebung um 25 Basispunkte ist ja so gut wie sicher. Da können wir auch nochmal kurz auf diese Webseite gerne schauen. Fed Minutes, genau. Ja, das hat sich ja komplett gedreht in den letzten Wochen, also eigentlich seit Mitte des letzten Monats, wo es ja mal wirklich wahrscheinlich war, dass die wirklich die Zinsen um 50 Basispunkte, also um 0,5% angehoben werden sollten. Das ist mittlerweile die Wahrscheinlichkeit bei 0%. Wir sehen jetzt wirklich 99,8% Wahrscheinlichkeit um diese Erhebung von 25 Basispunkten, die es jetzt geben soll. 0,2% Wahrscheinlichkeit, dass nichts geändert wird. Also das ist mehr oder weniger wahrscheinlich. Da sehe ich auch aktuell wenig Spielraum, dass sich da noch was ändern wird. Aber da muss man wirklich schauen, was wird noch gesagt in dieser Pressekonferenz, insbesondere was die kommende Geldpolitik dann angeht. Auch der Ausblick, wie viel Zinserhöhungen soll es vielleicht noch in diesem Jahr geben. Dann mit diesem Tightening, wie sieht es wirklich aus, dass nicht mehr weiter dieses Easing, das wir hatten in den letzten Jahren, dieses Quantitative Easing, dass wirklich diese Ausweitung der Geldpolitik, dass das wirklich zurückgenommen wird, aber wie stark wird wirklich auch dieses Tightening dann letztendlich ausfallen? Ja, da sind wir sehr, sehr gespannt. Zu beachten vielleicht da noch als Randnotiz, es gab schon eine Zeitumstellung in den USA, ja. Also die FED-Sitzung findet dann nicht 20 Uhr statt mit Pressekonferenz 20.30 Uhr, sondern eine Stunde eher. Ganz genau. Auch jeder, der die US-Märkte handelt, der hat dann vielleicht gestern Abend schon gesehen, dass die US-Futures um 23 Uhr unserer Zeit eröffnet haben und nicht um 0 Uhr wie sonst. Die Kassamärkte in den USA, also die US-Aktien, werden in dieser und auch in der kommenden Woche dann schon um 14.30 Uhr unserer Zeit eröffnen und nicht um 15.30 Uhr unserer Zeit. Also das sollte man auf jeden Fall für die nächsten zwei Wochen dann auch im Hinterkopf behalten. Ja, ist ein bisschen verwirrend. Was denkst du, warum machen die Amerikaner das anders als die Europäer? Schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Wahrscheinlich ist es irgendwie historisch bedingt, dass es schon immer so war und es wird nicht angeglichen. In Europa gibt es ja auch seit Jahren die Diskussion, ob es überhaupt noch eine Zeitumstellung geben sollte. Also da wurde ja mittlerweile auch noch nichts final entschieden. Bleibt abzuwarten, ob das irgendwann auch mal angeglichen wird. Es wäre aus Trader-Sicht zu wünschen, dass man da nicht immer für die zwei Wochen auch umdenken muss und dann im Herbst ist es dann nur eine Woche.
Muss man auf jeden Fall immer auch im Hinterkopf für den Handel behalten, ja. Ja, es bringt auch manche Charts total durcheinander. Ja. Man kann ja nicht in jeder Software so schön wie beim Nanotrader, den Link habe ich übrigens in die Community eingespeist, das so toll einstellen, dass man alles im Blick hat und auch die Handelszeiten hier außen vor lassen kann. Genau, also hier wird es automatisch berücksichtigt dann, dass man auch sieht, ah, der Open war halt nicht um 0 Uhr, sondern um 23 Uhr. Bei anderen Softwares muss man dann es entsprechend auch manuell anpassen, da gebe ich dir recht. Na gut, manuell treffen wir uns zu unserer Winterzeit sicherlich in dieser Woche nochmal wieder, dann vielleicht auch ein bisschen eher, wenn wir über den US-Markt sprechen, oder? Ja, gerne. Können wir dann mal schauen, was sich nach der Fed tut und dann vielleicht Ende der Woche dann nochmal schauen, was dann auch zu erwarten ist. Weil da kann man gerade, was die US-Märkte betrifft, die ja jetzt eher in der Seitwärtskonsolidierung sind, die letzten Tage auf jeden Fall mit einem Ausbruch nach oben oder nach unten rechnen, je nachdem, wie sich die Fed dann auch positioniert. Da freuen wir uns drauf. Erstmal ganz lieben Dank an dich für die Expertise und die vielen Werte, die du wieder hier recherchiert und mitgebracht hast. Und dann wünsche ich dir eine aufregende Handelswoche. Ja, danke. Wünsche ich euch auch allen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.